Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Röllp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir wieder ein paar Parallel-Quests gemacht und ich glaube, das werden wir auch heute weitermachen. Oder wir sollten vielleicht noch zwei Dingens machen, Expertenmissionen, würde ich sagen. Ne? Ich hätte mich vielleicht vor eine von denen irgendwie schon mal teleportieren lassen sollen oder so, aber naja. Was soll's? Was haben wir da? Was haben wir da? Ja, ich glaube, es ist erkennbar, welche mal schon gemacht und welche nicht, weil die sieht noch ein bisschen schwarz aus. Vielleicht habe ich die noch nicht gemacht. Weil uns fehlen noch zwei, damit wir bei Mr. Satan hier, ja genau, weiterkommen können. Deswegen machen wir das jetzt noch schnell, zwei Stück. Ich habe offscreen wieder alle Parallelquests gemacht, die doppelt waren aus dem ersten Teil. Und ja, das waren meistens alles so Kämpfe von der Majibu-Saga. War ja nicht. Wir mussten gegen Vegetto kämpfen. Also ich musste gegen Vegetto kämpfen. Ich musste gegen Kid Buu und so kämpfen und so. Das sind alles 1:1 fast genau die gleichen Quests. Und ja. Ich tue nicht zweimal gleiche Spiele zu playen. Also wenn ihr unbedingt diese Kämpfe sehen wollt, dann guckt im ersten Teil rein, den ich auch Let's Played habe, wo ich wirklich jede Parallelquest aufgenommen habe. Und ja, da könnt ihr dann diese exakt gleichen Kämpfe noch mal sehen. Ich finde, das ist irgendwie Zeitverschwendung, noch mal die gleichen Kämpfe hier aufzunehmen. Okay, ein paar Änderungen gab es, zum Beispiel in einem Quest irgendwie sollte laut dem ersten Teil irgendwie Super Vegeta auftauchen, der normale Vegeta meine ich. Dann ist dann in der Version natürlich Majin Vegeta aufgetaucht, weil in dem ersten Teil noch nicht Majin Vegeta. Oh, ich sehe schon, wohin das führt. Wir müssen Cell Junos besiegen, ne? Ja, da mussten wir gegen Majin Vegeta kämpfen, anstatt gegen normal Vegeta. Beim ersten Teil Majin Vegeta noch nicht da war und so, aber letztendlich ist es das gleiche. So, die gleichen Texte und so was alles, die gesagt werden. Also ja. Entschuldigt, wenn ich das nicht noch mal zeige. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Und der Kampf läuft schon so ab wie der gegen Kula, so Gefühl. Wir müssen erst ganz viel Zayunus besiegen, damit wir wieder mehr Zeit bekommen. Und ja. Also ich schätze, wenn man, weiß ich, die ganze Dragon Ball Z Story mitbekommen will, dann sollte man alle Parallelquests zeigen hier. Aber ich nehme an, die Leute, die sich das Projekt hier angucken, die kennen die Story von Dragon Ball Z und auswendig. Deswegen brauche ich da jetzt nicht so ins Detail eingehen, oder? Ein paar Quests sind noch übrig, also eine ist noch übrig. Aber das ist irgendwie die 64. Quest und die nächste wäre erst die 69. Das heißt, dazwischen sind noch 5 Quests, die ich freischalten muss erstmal. Also ja, da kommt noch was. Ob diese natürlich wieder doppelt sind, weiß ich nicht, aber mal schauen. Wir haben ja noch die ganzen, weil nicht, Zeitsplitter-Dinger. Wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht. Dieser Zeit, wie heißen die Zeit? Da ist doch alles irgendwie Zeit, ey. Mr. Satans Haus, Majin Buu's Haus und all so was. Können wir auch noch hier. Bei Vegeta können wir, glaube ich, schon längst weitermachen. Bei Mr. Satan müssen wir 10 Expertenquests erledigen. Da bin ich jetzt gerade am Arbeiten dran, damit wir weiterkommen bei dem. Und ja. Übrigens, ich habe irgendwie vor diesen Dingen hier, vor diesen lilanen Dingen, das wir betreten haben, habe ich mit so einem Typen geredet. Der hatte irgendwie, weil nicht so einen Anzug an. Und ja, ich glaube, ich musste Mr. Satan ansprechen, um bei dem weiterzukommen, weil er irgendwie sowas gesagt hat von wegen, oh, ich traue mich nicht, Mr. Satan anzusprechen. Und nachdem er herausgefunden hat, ich ihn angesprochen habe, habe ich ein Kostüm bekommen, und zwar, ich glaube, General Blues Klamotten aus Dragon Ball. Die sahen also aus wie die Klamotten von denen. Also ja, die habe ich bekommen.
dieser kleinen, ich glaube dieser kleinen Wiebski mit den roten Haaren, der die Frisur von Jackie Chun hat. Ja, der weiß eigentlich mit denen seine Klamotte, die würde ich mal gerne haben. Die sieht doch geil aus, der schwarze Anzug. Nach Cyborg 17. Okay, das heißt wohl, weil letzte Zentrum. Da könnte man ja eigentlich so machen, dass wenn man online spielen würde, hat einer irgendwie die Typen hier alle kaputt haut und die anderen tun sich Zell vorknöpfen oder so, ne? Würde ja auch funktionieren. Denke ich mir mal. Also ein Raid-Boss hier, ey. Raid nennt man doch, oder so Online-Bosse, wo man, weiß ich nicht, mit 5 oder 6 Leuten losgehen muss in MMORPGs und so. Ich habe zwar hier und damals ein oder andere MMO schon mal gespielt, aber nicht so richtig competitive, kenne ich mich nicht aus. Raid-Boss nennt man sowas, glaube ich. Ich kann wieder mich selber kaputt schlagen. Aber übrigens offscreen mal ein paar. Oh Gott, wie sieht das hier aus? Ein paar Ultimates aus. Ach, ich bin nicht verwandelt. Ey. Ein paar Ultimates ausprobiert und die haben mir alle nicht gefallen bis jetzt. Ich habe noch keine vernünftigen Ultimates, deswegen ja laufe ich immer noch jetzt mit Dingen herum, mit Super Saiyajin. Weil warum nicht? Oh Mann, das wäre so eine Quest, wo alle in den Seelengefängnis sind, ne? Ich hoffe mich nicht auf mich. Aber schau ich mal alle hier kaputt, wenn es geht. So, du bist schon mal befreit. Ich gehe lieber auf dich los. Hey, sind wir in der gleichen Stelle, wo die sich treffen lassen. Immer wenn ich den Bein angefache, wenn die Gegner abwehren, meine ich. Ach, ich kann mich ja nicht heilen. Oh mein Gott. Alter. Mein Gott. Ja, ist gut, Mann. Oh mein Gott, was macht der mit mir? Ja, mach mal zwei Phase Passagen, mir egal. Ja, die gehen aber auch auf die los, finde ich sehr gut. Aber jetzt dreht er erst durch, ehrlich. So, ha. Seht ihr, der war voll am Abwehren, der hätte nur abwehren müssen die ganze Zeit. Aber immer wenn ich diesen Angriff mache, hören sie auf. Dann wollen sie irgendwie dazwischen angreifen oder so, nehmt an. Alter, was ist das denn? Nicht so geil. Tot. Tot. Und von beiden Seiten kaputt. Nein. Nein, ich schon wieder. Freu mich mal jemand. Danke. Nein, ich hab doch angegriffen. Also schaut Zell kaputt, bevor der Kampf hier vorbei ist. Warum bin ich schon wieder? Ah. Warte, ich hau dich kaputt. Dann ist der Kampf vorbei, oder? Ich glaube, es wird nicht so einfach. Au. Hilf mir jemand. Au. Danke. King Castillo 00. Nein, King Castillo. Danke. Ich werde mal aufladen, ne? Ich schaffe das ja schon. Ma, jetzt ist schon wieder einer hier im Dings. Aber ich mache einfach so. Ma,
Das ist mir schon wieder ausgewichen alles. Aber da wird jetzt knapp. Ist nur noch Zell. So, ha. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. I save Taka. Always. I save Taka. Okay. Oder Kabus Moment. I have won. Always. I always win. Okay. Dann machen wir uns auf zur 10. Ja, wo ist die? Kann ja nicht mal direkt um die Ecke irgendwie sein. Ja, welche könnte neu sein? 1, 2, 3. Ja, vielleicht die da. Nein, die da oben. Nee, die hatte ich glaube ich auch schon. Ich glaube die da. Nee, die habe ich auch schon. Ist gut, dass ich die jetzt erkenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wat? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War das gar keine neue aufgetaucht? Nein. Haben sie mich veräppeln? Okay, machen wir einfach eine alte noch mal, damit wir die auch haben. Na, machen wir einfach die schnell. Weil, weiß ich nicht, ich will halt mit Mr. Saat haben und auch wenn die doppelt sind, die zählen, glaube ich. Mal ganz schnell so eine Wehraffen-Mission und ja. Dann haben wir das. Kurz Mr. Satan, Belohnung abholen, nächste Quest abholen. Und dann, ja, können wir weitermachen. Kann sich hier niemand verwandeln? Niemand? Kann sich verarschen? I am Legend. Hey, das war noch bei letztem auch hier, ne? So, mach mal so. Ja, wie lang kann der Angriff denn sein? Nun, da ist er hingefallen. Warum treffe ich damit nicht? Was soll das? Ja. Oh, da ging. Oh. Aus der Ego-Perspektive. Oh nein! Was soll das? Warum treffe ich damit nicht? Was soll der Scheiß? Voll die Verarschung hier. Oh. Wow, was? Oh. Noch mehr. Uff. Meine normalen Angriffe macht schon mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Mein Gott, schon gleich wieder kaputter Teil. Mein Gott. Und haut den kaputt. Und haut den kaputt. Und haut den kaputt. Na, schade. Nein. Also da jetzt sehe ich auch zum ersten Mal, wie das funktioniert. Ausdauer hängt damit zusammen.
Oh, was, das war ich. Der Strahl in der Mitte, da war ich. Er ist gezeichnet. Super Saiyajin, Gott, Super Saiyajin, ja. Wäre geil, wenn man sich in einen verwandeln kann. Ist der Level 8? Also ja. Ja, ich bin Level 80 jetzt, Maximum Level. Ach, deswegen habe ich die Trophäe bekommen, genau. Aha. Stimmt, auf Level 80 kriegt man da. Aber Maximum Level wurde ja angehoben. Auf Level 85. Wahrscheinlich muss ich mir von Shenlong mal wünschen, dass ich mich nochmal neu irgendwie, ja, skillen will und so. Weil ich habe sehr willkürlich hier gelevelt. Aber bis jetzt hat es ja gereicht, ne? Bis jetzt habe ich nur alles geschafft. Das Spiel ist ja sehr viel einfacher als der erste Teil. So. Mal zu Mr. Satans Haus. Uff. Na, mal gucken, was Vegeta von uns will. Mal schauen. Bla bla bla. Herausforderung. Bla, gute Herausforderung. Hör, zu toll. Was? Hier hast du Geld. Also, ah, okay. Ich meine, Leibwächter, ein super Leibwächter. Ich schätze, ich kann dich jetzt mit wichtigen Aufgaben betrauen. Jetzt wirst du von diesen aufdringlichen Schaulustigen beschützen, die mir hier ständig hinterherlaufen. Was habe ich gedacht, dass der Test schon fertig ist, oder? Ich habe ja noch mal all deine Fähigkeiten gesehen. Ja, ich sehe, ob du das Zeug für mir einlernst. Also kommst du hier eine Herausforderung. Boah, habe ich da alles schon links. Jetzt möchte ich mich noch mal dran setzen und 10 Dinger machen. Ja. Aber Freezer mal irgendwann weitermachen. Mr. Satan, bin ich jetzt 50%, wenn ich mich auf den Arm nehme. Oh, dann weiter Parallelquest. Eine können wir noch schaffen, das weiß ich. Ist die mit, weiß ich nicht, irgendwie Bills, irgendwas mit Bills war das. So, guck mal. Ja, Bills, der Impulsive, das ist auch eine neue Mission anscheinend. Guck mal. Kann ich mal sagen, was ich für Charaktere schon freigeschaltet habe? Eigentlich nicht viel. Weil ich bin am Ende alles. Hier ist, glaube ich, nichts Neues. Ja, wie der hat Great Saiyan 2. Ja, okay, den habe ich freigeschaltet, glaube ich. Dass sie Genki Dama fliegen oder so, hieß die Mission, glaube ich. Ja, Gogeta, Vegeto endlich mal. Boah. Und ja, sonst eigentlich nichts. Hit hat übrigens eine neue Form, habe ich gemerkt. Der ist der einzige Charakter, der, glaube ich, die Pose wechselt, nachdem er jemand L1 oder R1 drückt. Interessant. So, übrigens habe ich jetzt neue Meister, und zwar Son Gohan und Videl. Deswegen nehme ich die beiden jetzt mit. Und ja. Na, gucken wir mal. Die haben doch bestimmt eine Chance gegen Bills. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ob man Videl irgendwie in Super Saiyajin, Dragon Ball Super Form irgendwie freischalten kann. Aber da sieht es richtig gut aus, finde ich. Kampf der Götter. Weiß nicht. Im Gegensatz zu ihr jetziges Design, sag ich mal. Aber schon, so, ich glaube, wir müssen hier gegen einen ganzen Haufen Bösewicht kämpfen. Was? Super Saiyan 2. Ich habe mal 20-fache Kaioken Kamehameha ausgerüstet, versucht. Ja, aber mit dem Angriff habe ich einfach gar nichts.
Dann muss man irgendwie auf den Gegner zudüsen, aber selbst wenn ich irgendwie den Gegner treffe, funktioniert irgendwie nicht. Außerdem statt Key mehr irgendwie verballern als mein jetziger, und das ist richtig dämlich. Mann, habe ich wenig Zeit, merke ich gerade. Ich habe nur 7 Minuten. Ah. Wo kommt diese Combo eigentlich her, die Zell hier bei seinem Grab macht? Die kam auch schon in Budokai vor, als er seine Genki Dame eingesetzt hat als Ultimate. Ja, geil ist, die ganzen Moves und so, die man hier sieht, wenn einen die nicht bekannt vorkommen, boah, Alter, ehrlich, wenn einen die nicht bekannt vorkommen und man irgendwann so, weiß ich, ein paar Clips von der Serie noch mal ansieht, dann sieht man, dann erkennt man die wieder. Ich meine, sollte man eigentlich so oder so, ne? Aber trotzdem. Kann ich ja drauf. Die fallen sogar runter, die Dinger. Ich meine, einige Angriffe oder Moves haben sich ja schon so eingebürgert irgendwie in den ganzen Spielen. Weil ich so die Brandattacke von Trunks zum Beispiel, wo er irgendwie, weil nicht ganz kurz seine Haare macht und dann hier so eine Attacke ablässt. Jetzt schwankt ja nur ein einziges Mal in der Serie eingesetzt und da hat sie die irgendwie nicht einen Namen gegeben. Wenn man zum Beispiel nicht gewusst hätte, wo dieser Angriff herkommt und man hätte sich die Szene noch mal mit Metal Freezer und so angeguckt, dann wäre einem wieder eingefallen. Übrigens Metal Freezer, warum kommt der Metal Freezer nicht vor? Dann haben wir Broly. Ich finde Brolys Proportionen sehen irgendwie voll falsch aus in dem Spiel, aber vielleicht bilde ich mir doch nur ein. Irgendwie sieht sein Kopf irgendwie viel zu winzig aus für seine riesigen Muskeln. Ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn ich Broly so ansehe, so in seine Statur, irgendwas sieht da falsch aus. Ich weiß nicht, was. Vielleicht bilde ich mir da auch nur total ein. Schon Ewigkeiten her, seit ich irgendwie den Broly-Film geguckt habe. Ah, Broly Fanboys. Warum sind eigentlich so viele Leute so scharf auf Broly? Weil es gibt ja so richtige Fanboys, ey. Die wirklich so richtig, ich weiß nicht. Aua. Weil ich die richtig angepisst werden, wenn irgendjemand sagt, dass der und der Charakter stärker ist als Broly. Ich verstehe nicht wieso. Das nur wegen der Theorie, dass seine Kampfkraft immer weiter ansteigt. Wir sagen, Broly hätte mittlerweile auch schon ganz schön viel Probleme mit den Super Saiyajin Göttern und so. Wir haben jetzt auch Bills und so. Ja, Wiss. Wir haben ja Bier und Whisky. Ja. Ich könnte danach sogar noch eine schaffen, eigentlich so. Außer, okay, jetzt kommt wahrscheinlich Bills, den muss ich noch platt machen, ne? Oder kommt noch ein Bösewicht? Ja, okay. Ne, da kommt noch was. Bills kommt jetzt, ne? Also, ich könnte vielleicht sogar noch eine Mission danach schaffen. Wenn das nicht doppelt ist, dann lassen wir das. Im ersten Teil war es auch irgendwie viel schwieriger, habe ich das Gefühl. Aua. Oh, was? Ist mir gerade das Genick gebrochen. Oh, den Angriff, den kann ich nicht so gut ausweichen. Oh, sehr gut, danke. Hab da für mich abgehört, ist ja sehr nett. Ja, ihr seid ja meine Meister, ne? Müsst auf mich aufpassen. Hi. Hey. Komm her. Komm her. Nein.
Okay, wird nichts mit einer Mission danach. Okay. Uff, rutschen. So, gut. Ha. Nächster Level, warum kriege ich keine Erfahrungspunkte? Ich soll Addon erst installieren oder was? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe dort schon Hit irgendwie als zweites Kostüm oder so. Das Spiel hat mir auch angesagt, irgendwie, dass der Patch installiert worden ist. Genau, muss ich erst, weil ich das Addon installieren, weil sonst bin ich such verschwindet Zeit. Okay, nur mal so gucken, welche Mission hier ist. Denn die neuen Krieger, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das eine neue Mission ist, aber wenn das eine alte ist, dann werde ich sie natürlich wieder aufscreen machen. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir was ich irgendwann machen. Ich glaube, wir sollten mal bei Freezers Armee oder so weitermachen. Aber das machen wir in der nächsten Folge mal schauen. Lass mir halt einfallen. Ich glaube, ich werde aber erstmal halt Addon installieren, damit ich die Erfahrungspunkte hier nicht aus dem Fenster werfe. Ja, in dem Sinne sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir begeben uns wieder hier hin. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.